Leute, heute ziehe ich den Gewinner für 11.500 Coins und wer jetzt denkt am Thumbnail oder am Titel, oh nein, nicht schon wieder ein Video, wo darüber gejammert wird, wie dramatisch gerade alles in Apex ist. Nein, genau das Gegenteil soll einfach passieren und ich möchte mal noch ein bisschen was ansprechen, denn ich habe jetzt mit ein wenig Abstand und einer Woche Season 18 Erfahrung und vor allen Dingen, weil ich über 500 Kommentare vom letzten Video mir deutlich und genau durchgelesen habe, deutlich, macht keinen Sinn, ich habe sie mir genau durchgelesen, jeden einzelnen Kommentar und das spiegelt natürlich die Masse der Meinungen wider, die EA hoffentlich auch liest, es zeigt aber gewisse Sachen auf, die viele von uns vergessen haben und das möchte ich heute erwähnen, eigentlich wollte ich heute ein paar News bringen, spare ich mir fürs nächste Video, weil was ich jetzt erzähle, soll uns irgendwo auch wieder Mut machen, Apex weiter zu zocken oder es eben einfach sein zu lassen. Weil ich glaube, wir haben das Grundprinzip ein bisschen vergessen. Mit diesem Zeug, den ich jetzt erzähle oder das, was ich jetzt erzähle, das soll natürlich nicht meine Meinung, die ich im letzten Video kundgetan habe, irgendwie negieren. Das hat Bestand, das hat alles Sinn, aber es gibt ein paar Sachen, die wir einfach nicht vergessen sollten. Und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, eben weil ich eure Meinung genau gelesen habe und sehe, was manche von euch reflektieren oder welche Meinung ihr teilt, bevor ich den Gewinner ziehe. Und auch der Gewinner, den ich gezogen habe, der hat einen schönen Kommentar hinterlassen, der das so ein bisschen beschreibt, auf was sich eigentlich Apex beschränken sollte. Und ich möchte Folgendes loswerden. Ich glaube, das größte Problem in Apex Legends aktuell ist tatsächlich nicht nur die Tatsache, dass der Content nicht so geil ist, sondern die Tatsache, dass gerade die Leute wie du und ich, und gerade ich kenne das am besten, ich habe schon eine Menge Geld investiert, die Leute, die ab dem ersten Euro investiert haben, sehen, glaube ich, und das ist, glaube ich, der größte Teil, sehen Apex Legends nicht mehr als das, was es eigentlich im Ursprung war und hasst mich nicht dafür, dass ich das jetzt sage, aber das haben auch viele von euch geschrieben, dass es einfach ein Free-to-Play-Game ist. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht meine Meinung zurückziehen, auf keinen Fall. Es gibt viele Baustellen, die müssen behoben werden. Aber wie gesagt, du gibst den ersten Euro aus und dann siehst du das Spiel einfach nicht mehr als Free-to-Play-Game. Dann möchtest du Qualität. Und deswegen bin ich der Meinung, alle, die regelmäßig reingebuttert haben, die sollten vielleicht als kleinen Streik oder großen Streik, auch wenn wir als deutsche Community wahrscheinlich nicht den großen Impact haben auf diese ganze Geschichte, wir sollten das Spiel trotzdem spielen, weil es doch trotzdem geil ist. Viele von euch schreiben, es ist das beste Battle Royale, es gibt keine Alternative, sonst würde ich wechseln. Aber wir sollten nicht mehr reinbuttern, weiter zocken, nicht mehr reinbuttern, weil das ist das, wo es EA am härtesten trifft, keine Kohle mehr. Und das ist nämlich der Punkt, sobald wir Geld investieren, sehen wir es nicht als Free-to-Play und verlangen Qualität ohne Ende. Und wenn wir das nicht machen würden, würden wir sagen, Mensch, Free-to-Play, wir bekommen doch dafür, dass wir eigentlich nichts investieren müssen. Versteht mich bitte nicht falsch. Dafür, dass wir nichts investieren müssen und ich sollte wirklich meine Fresse eigentlich halten. Das weiß ich selber, ich habe schon viel reingebuttert, ein bisschen was gesponsert bekommen. Das soll jetzt aber keine Auswirkungen auf diese Meinung haben. Wir bekommen für einen Free-to-Play trotzdem nach knapp 5 Jahren immer noch ein geniales Game mit verdammt vielen Baustellen, aber es ist eben im Grundgedanken trotzdem ein Free-to-Play, das sollten wir nicht vergessen. Und ich möchte, dass wir alle den verdammten Kopf aus dem Arsch ziehen und das Spiel trotzdem weiter zocken. Das Einzige, wo ich sage, Leute, für ein Free-to-Play sollte trotzdem das Matchmaking passen. Und das ist meiner Meinung nach. Ich habe das jetzt wirklich, ich kenne die Entwicklung. Ich mache jetzt seit 4,5 Jahren Apex Legends News. Ich kenne mich mit der Entwicklung bestens aus. Viele von euch sind auch von Anfang an dabei, kennen die Entwicklung. Aber ich habe mich halt wirklich im Detail mit dem ganzen Scheiß so ein bisschen beschäftigt. Und ich sehe diese ganze Geschichte gerade jetzt in Season 18 mit ein wenig Abstand, weil ich sage, ich habe vor ein paar Wochen drüber gesprochen, mein Gott, Sprachfasching, sorry, oder vor ein paar Tagen darüber gesprochen, Season 18 ist eine Lückenfüller-Season. Das ist tatsächlich so, haben wir mitbekommen. Ich sehe aber auch das große Ganze, was Respawn vorhat. Ich sehe, dass irgendwas passieren soll. Ich weiß, dass in Season 19 ein großes Ding kommen soll. Zum Geburtstag soll ein großes Ding kommen. Das sollen jetzt keine Versprechungen sein, irgendwelche Leaks oder sonst irgendwas. Aber ich kenne die Entwicklung und es wird sich irgendwie alles wieder gerade rücken. Da bin ich überzeugt. Und jetzt möchte ich einfach etwas ansprechen. Und da
Und das ist der Punkt, wo ich weiß, warum die Kritik gerade von anderen Content-Creatern groß ist. Und ich weiß, dass ich dafür wahrscheinlich jetzt ordentlich negative Kommentare kassiere. Denn, und das Problem ist, das größte Problem ist das Matchmaking, das wissen wir. Gerade das Ranked-System funktioniert gerade nicht so. Und in Pubs sollte eigentlich das Matchmaking komplett rausfliegen. So wie es damals in COD der Fall war. Manchmal hast du halt einen krassen Spieler dabei, aber im Großen und Ganzen hast du das allgemeine Repertoire von allen Spielern. Du könntest theoretisch auf den größten Lappen treffen, du könntest aber auf den größten Pro treffen. Einfach, weil es kein Skill-Based Matchmaking gibt. Und jetzt ist der Fall ja eingetreten. Alle sind so ein bisschen am Rumschreien und am Jammern, wie scheiße gerade alles ist, inklusive mir, versteht mich nicht falsch, aber einige von euch haben auch hier mir die Augen geöffnet und auch, ich sag mal, bei der Konkurrenz den Kommentar dagelassen, berechtigt vielleicht ein bisschen, und darauf solltet ihr einfach mal achten oder mal drüber nachdenken. Mit Season 18 ist das Matchmaking so katastrophal geworden, was scheiße ist, aber zum einen einen positiven Aspekt für mich mitbringt, denn der Bot-Lobby-Glitch funktioniert nicht mehr. Und jetzt überlegt mal, wer am lautesten schreit und keine 20-Bomb mehr meistert. Keine 4K regelmäßig. Wie gesagt, ich möchte keinen angreifen, versteht mich nicht falsch. Aber an sich gibt es schöne Kanäle, geile Kanäle mit Gameplay, mit Reactions und so weiter. Aber wenn das alles nur auf Grundprinzip eines Glitches passiert, wer nicht weiß, wie der Bot-Lobby-Trick funktioniert, du verreckst 10-mal verdammt schnell, von mir aus fliegst du 10-mal in den Abgrund und die 11. Runde wird eine Bot-Lobby. So hat das funktioniert und das geht scheinbar nicht mehr. Und natürlich schreien die jetzt am lautesten. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier keinen zu nahe treten, aber meiner Meinung nach muss auch das mal gesagt werden, weil ich finde es schön, dass der Bot-Lobby-Trick nicht mehr funktioniert, weil das zeigt auch so ein bisschen den Fake auf anderen Kanälen, weil erinnert euch mal an die ganzen Streamer, nicht die Pro-Streamer, irgendwelche Global Series Player oder so, sondern Streamer aus dem deutschen Bereich, aus dem internationalen Bereich, die streamen vielleicht oder streamen eben wenig. Und ihr fragt euch, wie kommen eigentlich diese ganzen Videos zustande, die Gameplays mit 4K, mit 20 Bombs. Habt ihr schon mal im Livestream gesehen, wie die das meistern? Und das ist nämlich das große Problem. Das schaffen die wenigsten. Es gibt Ausnahmesituationen, aber hinterfragt einfach mal diese Tatsache, warum es Kanäle mit Gameplays gibt, dass gute Spieler sind, keine Frage. Aber wo kommen die 20 Bombs her? Wo kommen die 4Ks her? Überlegt mal, ob ihr das jemals in einem Livestream so deutlich gesehen habt. Mit Sicherheit kaum. Ich habe in meinen Livestreams erst einmal von einem sehr guten Spieler Raging eine 20 Bomb live miterlebt, als wir Ranked gespielt haben. Weil der ein oder andere von euch hat geschrieben, ja, das ist ja nur der Bot-Lobby-Glitch, wenn man 20 Bombs ein nach der anderen rausballert und sich dann über die Noobs lustig macht, ist das auch nur Fake, weil der Glitch ausgenutzt wurde. Und wenn du sowas in Ranked mal bringst, dann meinen größten Respekt. Das hat einer geschrieben und das bringt meiner Meinung nach die ganze Geschichte auf den Punkt. Am lautesten schreien, glaube ich, gerade die, die einfach den Bot-Lobby-Glitch nicht mehr ausnutzen können. Wenn sich jetzt hier jemand angegriffen fühlt, auch von der Konkurrenz oder den YouTube-Kollegen von mir aus, das hake ich aber sofort wieder ab, weil ich einfach mal klarstellen will, dass auch viel bei Gameplays gefaked ist durch das Ausnutzen dieses Glitches, was ich nicht so geil finde. Deswegen, ich bin nur ein mittelmäßiger Spieler, ich versuche ja nicht irgend so einen Scheiß auszunutzen und das muss einfach auch mal gesagt werden. Und deswegen ziehen wir jetzt alle den Kopf aus dem Arsch und machen entweder weiter oder lassen es. Wie gesagt, ich negiere nicht meine Meinung. Das Spiel hat viele Baustellen, die gefixt werden müssen. Lasst uns EA so ein bisschen härter treffen, indem wir keine Kohle mehr ausgeben. Ich weiß, ich sollte meine Fresse halten. Ich kriege natürlich als Partner einmal pro Season was gesponsert. Natürlich nutze ich das weiterhin. Ich habe dafür aber nichts rausgebuttert. EA hat mir quasi was zukommen lassen. Das werde ich auch weiterhin für ein Video pro Season nutzen. Und jetzt möchte ich den Gewinner von 11.500 fucking Coins bekannt geben und den Kommentar nochmal komplett vorlesen, weil er bringt es ebenfalls auf den Punkt. Lucky 2020, du bist offiziell der Gewinner von 1.500.
11.500 Apex Coins für die PlayStation. Und ich blende mal den kompletten Kommentar ein, der das auf den Punkt bringt, wo ich sage, es ist ein Free-to-Play. Das sagt er hier nicht, aber im Endeffekt, wenn das Spiel richtig geil läuft, dann brauche ich nicht jede Season eine neue Waffe oder eine neue Legende und so weiter. Er schreibt, ich finde, dass Apex ein riesiges Potenzial hat, aber von EA nicht genutzt wird, das Skill-Based Matchmaking. Das ist die Baustelle, die tatsächlich die wichtigste ist, ohne einen Bot-Lobby-Glitch auszunutzen, weil das Matchmaking braucht trotzdem ganz, ganz viel Liebe. Das SBMM in Pubs, welches sehr schlecht ist, weil ich nur noch gegen irgendwelche Schwitzer kämpfen muss, um mal einen Sieg oder einen Kill zu bekommen. Wenn ich schwitzen will, möchte ich Ranked spielen. Hier greife ich aber auch nochmal oder grätsche nochmal dazwischen. Das Matchmaking in Ranked ist auch eine Katastrophe, weil es nicht so funktioniert, wie es soll. Du musst selbst in den Bronze-Lobbys oder in den Rookie-Lobbys, wenn du nicht höher gerankt wurdest, musst du dir den Arsch sowas von abschwitzen. Also das ist extrem, extrem heftig. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Verdammt. Auf jeden Fall schreibt er weiter, ich brauche keine neue Legende oder eine großartige Story in den neuen Season. Das Einzige, was laufen muss, sind die Server, Pack, das muss weg und so weiter und so fort. Und wenn wir alle paar Seasons eine neue Legende oder eine neue Waffe kriegen, bin ich damit zufrieden. Ich betone nochmal, ich nehme meine Meinung nicht zurück, dass hier viel passieren muss. Free to play. Wir können trotzdem eine Menge Spaß haben, völlig kostenlos, es ist trotzdem ein geiles Spiel, auch wenn es sich in eine nicht so geile Richtung entwickelt. Konkurrenz wird kommen oder EA bekommt es endlich mal mit und ich bin sicher, in Season 19 wird viel passieren und auch in Season 20, weil da der 5. Geburtstag ansteht, aber ich glaube mit dem Engine Update und das ist der Grund, warum ich glaube, dass Season 19 fett wird, mit dem Engine Update gibt es vielleicht ein großes Ganzes, wo wir endlich sehen, okay, darauf wurde hingearbeitet, was willst du noch mehr Content reinbuttern, was auf der alten Engine aufbaut, vielleicht so ein bisschen, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Programmierspaß, aber ich könnte mir vorstellen, mit diesem Engine Upgrade wird es besser, stabiler. Ob das tatsächlich so kommt, natürlich, das steht irgendwo da oben oder in der Glaskugel, das weiß ich nicht. So, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, wie viele Dislikes, Hate-Kommentare ich kassiere. Ist mir aber vollkommen Hupe. Bei dem bleibe ich auch treu. Ich habe früher tatsächlich viel Kritik einstecken müssen, weil ich in vielen Videos, wenn es Patchnotes gibt oder so, auch meine Meinung gesagt habe. Auch da haben viele gesagt, Mensch, du hatest ständig, redest das Spiel schlecht. Das mache ich auch zu Recht, weil ich es wichtig finde, meine eigene Meinung zu sagen. Also, das ist ganz wichtig. Ich bleibe mir da treu. Wenn ich was scheiße finde, sage ich, dass es scheiße ist. Und jetzt, denke ich, haben wir fertig. Es war mir auf jeden Fall wichtig, hier mal noch ein paar andere Sachen anzusprechen. Und ich wünsche mir von uns allen, dass es jetzt nach vorne geht und wir trotzdem irgendwie noch Spaß an dem Spiel finden, weil es ist das beste Battle Royale auf dem weltweiten Markt. Das sollten wir nicht vergessen. Also hoffen wir auf bessere Zeiten und die werden kommen. Und ich finde, nach einer Woche Season 18 ist es spielbarer geworden. Das ist auf jeden Fall das, was ich festgestellt habe, zumindest in Ranked. Teilt mir eure Meinung mit, wer sich dieses ganze Drama jetzt bis zum Schluss angehört hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt und kommentiert gerne in eurem Kommentar. Sagen wir Pathfinder und dann weiß ich, wer bis zum Schluss gesehen hat. Und das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.